Haus hat es natürlich gut. Es muss nicht drüber nachdenken, über Mieterhöhung, höhere Preise beim Einkaufen oder wie teuer der Strom noch wird. Tja, das sieht aber im wirklichen Leben ganz anders aus. Von wegen eine fette Rentenerhöhung, wenn ich das höre. Meine Rentenerhöhung geht für die höhere Miete drauf. Und die Rentenerhöhung meines Mannes, tja, die wird von den Stromkosten und Nachzahlungen aufgefressen. Es bleibt also nichts übrig. Wie kann man da von einer fetten Rentenerhöhung ausgehen? Also ich sehe die nicht. Und es ist eine Frechheit, von einem Rentner zu verlangen, der 40 Jahre lang hart gearbeitet hat, dass er sich einen Minijob suchen soll, damit er die Energiepauschale bekommt. Wieso muss ein Hartz-IV-Empfänger nicht einen Minijob annehmen? Der bekommt diese Energiepauschale geschenkt. Ist das in Ordnung? Ich finde nicht. Das geht auf keinen Fall. Ich fühle mich eigentlich als Mensch zweiter Klasse. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich bin von dieser Regierung sehr enttäuscht. Ich dachte immer, wir sind alle vor dem Gesetz gleich. Der Rentner scheint weniger wert zu sein als ein Hartz-IV-Empfänger. So kommt es mir vor. Nun ja, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, Besteuerung der Rente, da will man auch eine Entlastung machen. Gut, für die Rentner, die es zutrifft, freue ich mich. Aber für mich ist das auch nichts, denn ich habe gar nichts davon. Für eine Unterstützung zum Beispiel ist meine Rente zu hoch. Und um Steuern zu zahlen, ist meine Rente wieder niedrig. Also davon habe ich auch nichts. Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, das gerechter zu verteilen. Ich war schon seit Jahren nicht mehr in Urlaub. Den kann ich mir überhaupt nicht leisten. Nun ja, wenn man das so sieht, es geht bestimmt vielen Rentnern so. Und manchen Rentnern geht es bestimmt noch schlechter als mir und meinen Mann. Aber in Ordnung finde ich das nicht. Ja, und Reserven habe ich auch keine mehr. Mein Mann ist mit 60 arbeitslos geworden und meine Rente wurde voll auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Da sind von den Reserven nichts mehr übrig. Vor allen Dingen dann, wenn man viel alleine bezahlen muss. Die Spritzen für mein Knie zum Beispiel. Denn ohne die Spritzen könnte ich kaum noch laufen. Die Spritzen helfen mir, dass ich beweglich bleibe. Nun ja, das einzige Gute ist, die 9 Euro für das Monatsticket. Da muss ich mich bei der BVG einmal bedanken, weil das hat unkompliziert alles geklappt, wurde automatisch verrechnet und ich brauchte nichts dafür zu tun. Ging alles reibungslos. Tja, warum klappt das nicht in anderen Bereichen? Wenn ein Hartz-IV-Empfänger das Energiepauschale über seine Bezüge bekommt, ein Selbstständiger oder ein Arbeitnehmer über seinen Lohn,
Wieso kann man das dann nicht bei einem Rentner über die Rente auszahlen? Was soll daran kompliziert sein? Na gut, vielleicht fehlen die Arbeitskräfte. So sieht jetzt meine fertige Karte aus.